Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro und wow, schön. Wir dürfen anfangen und ich habe heute das Deck vom guten Kironova, denn der hat mal wieder ein Drachendeck für mich konstruiert. Das Ganze zielt eigentlich nur auf ihn hier. Es ist auf jeden Fall nicht perfekt, aber es ist deutlich besser als das letzte, würde ich mal meinen. Zumindest, weil ich bisher davon gesehen habe. Ich habe es ein, zwei Mal schon getestet, aber auch nicht weiter. So. Und wir gucken mal, was wir hier so haben. Was kannst du denn nochmal? Okay, nichts, welchen Friedhof haben möchte. Ich würde sagen, wir machen mal ganz klassisch das und das. Also Kironova, wenn du das hier siehst, auf jeden Fall die Drachenherrscher musst du reinmachen. Das ist 100 pro wichtig. Auch wenn es kein Drachenherrscher-Deck sein werden soll, das verstehe ich schon. Aber das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Weil es einfach geil ist. Also Drachenherrscher funktionieren einfach so perfekt bei den Drachen. Das ist eine verschwendete Kraft, die man dann halt nicht reintut, könnte man sagen. Aber so von den Monstern her geht's eigentlich. Den himmlischen Drachenritter Felgrand würde ich jetzt hier noch so ein bisschen vermissen. Weil er bei Level 8 Dixies auch nicht schlecht ist. Es ist halt insgesamt eine ganz andere Sache als mein Drachendeck, aber meins ist ja eher auch nicht so stark auf den weißen Drachen gestützt, sondern halt, ne, so ein bisschen von allem. Das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Hat er hier einen Level 3er drin? Der Leviathan-Drache, will ich den haben? Eigentlich schon. Ich flipp mal so. Ja, ich aktiviere mal so, wollte ich eigentlich sagen. Was hat er denn da für eine Falle liegen? Ach, weil ich noch gar nicht angesprochen habe, ist der jetzt... Seriously? Du hast nicht Babuko aktiviert? Gut. Meinetwegen, aktivieren. Es ist ja jetzt Musik hinten, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, ich habe schon ein Infovideo davon gemacht, aber... Oh, das war auch irgendwie sinnlos. Aber auch egal. Ja, das Dumme ist halt... So Karten wie Drachenschreine sind nur dann geil, wenn man die Karten im Friedhof auch schön benutzen kann. Das ist halt hauptsächlich mit den Drachenherrschern der Fall, die hier nicht drin sind. Warum auch immer. Ich möchte hier angreifen. Ich möchte eigentlich wirklich, dass er meine Drachen zerstört hier, damit ich meine weißen Drachen rufen kann. Weil die Drachenherrscher, mit denen kannst du einfach sauleicht auf Level 7 gehen. Ach, fick dich doch, jetzt greife ich an. Was hast du da liegen? Das sind 100 pro irgendwelche Tanks. Na gut, dann rennen wir mal rein. Beschwören. Ach, man kann es auch so benutzen. Na, das ist aber schön. Spezialbeschwören. Dann können wir jetzt theoretisch das holen. Und das möchte ich auch. Weil ich keinen Bock habe auf seine scheiß Viecher. Der Donner Enddrache. Auch schön, hatten wir noch nicht in der Aufnahme. Den kann halt nur beschworen werden mit zwei normalen Monstern der Stufe 8, also weißen Drachen normalerweise. Und dann kann man mal schön die gegnerische Seite aufräumen. Er hat ein komisches Deck. Und ich darf nicht angreifen. Achso, das liegt wahrscheinlich an den Drachen da. Na gut. Aber Hauptsache sind seine Monster sind weg. Und er hat jetzt ein Problem. Gut, wir haben Aufrichtchen auf der Hand, wir haben noch teuflische Kette, da sollte eigentlich nicht so viel passieren, hoffentlich. Xy, mhm. Da fällt mir direkt mal sein Extra-Deck mit seinen 11 Karten auf, das ist nicht gut. Also, nicht wirklich gut für ihn, weil 15 Karten sind eigentlich schon Pflicht. Sagt der, der in seinem ägyptischen Sphinx-Deck viel zu wenig drin hat. Du gibst auf. Okay, dann hat er wohl ein Scheiß-Deck. Schade eigentlich, das ist relativ lame gewesen. Aber es hat so schön funktioniert. Hm. Ja, das Duell, wo ich sein Deck das letzte Mal eingesetzt habe, hat nicht so gut funktioniert. Deswegen möchte ich das hier fast hochladen. Ja, ich werde das nicht, löschen. Normalerweise lösche ich so langweilige Parts wie den hier. Aber das ist schon in Ordnung. Wir haben den ja ziemlich... tot gekontert und wir hätten den jetzt auch ziemlich überrannt mit aufrichtig und dem. Auf jeden Fall war das ein relativ eindeutiger Sieg. Was auch immer er für ein Deck hat.
Ja, Kironova, das Deck ist auf jeden Fall besser als dein letztes, muss ich sagen. Was rein muss, ist auf jeden Fall die Drachenherrscher und empfehlen würde ich dir halt, keine Ahnung, guck dir mal meinen Drachen, Deckprofil an, hast du glaube ich auch schon. Da gibt es einige Karten, die auch in dieses Deck, Weißer Drachendeck, rein sollten. Aber ansonsten ist das Deck eigentlich recht in Ordnung, muss ich sagen. Und da kommt mir gerade eine Idee, die ich vielleicht umsetzen werde. Aber da ich nicht sicher bin, möchte ich das hier noch nicht ankündigen. Bis bald. Ciao.